Ein neuer Tag, ein neues Video und mit diesem legendären Einstieg fangen wir auch direkt an. Bevor wir loslegen, sehen wir hier bei diesen beiden NPCs, wie gestern schon mal angekündigt, diese Ausrufezeichen und diese bedeuten, dass wir hier ein Rematch machen können, wofür wir dann natürlich auch wieder neue Erfahrung bekommen und auch wieder Geld. Doch legen wir jetzt einmal los. Gestern habe ich natürlich noch ein wenig offscreen gefarmt, ein paar Pokémon gefangen, ein bisschen gelevelt und ich habe auch das Dodo aus dem Team entfernt, um einerseits EP einzusparen, damit die Pokémon von uns, ja, die es nötig haben, mehr EP bekommen und wir nicht zu viele auf einmal haben, denn sobald wir den Orden haben, werden wir uns ein Mauzi fangen, um dann auch die Goldfarm-Methode durchführen zu können. Und in dem Gebiet wird auch Bisasam sein. Das bedeutet für Knuffenser, es muss leider aus dem Team ausscheiden und wir werden es durch Bisasam ersetzen. Hier haben wir jetzt keine gute Effektivität, deswegen gehen wir auf Smetbo. Der ist Stufe 18, der braucht noch EP. Von daher, sobald der Arena-Kampf abgeschlossen ist, haben wir auf jeden Fall nochmal ein kleines Team-Update vor uns. Und letztlich wird das Team dann um Mauzi erweitert und Knuffenser wird durch Bisasam ersetzt. Dann haben wir in unserem Team eigentlich nur noch dass Mankey und Smetbo, die dann auch über kurz oder lang ersetzt werden, Smetbo wahrscheinlich durch Abra, den wir dann zu Simsala hochentwickeln. Und bei Razaf habe ich aktuell noch keine Idee, was wir dafür nehmen sollen. Hier werden wir mal auf Mankey wechseln. Und mit einem Martial Arts, ist noch nicht mal effektiv. Gut, dann machen wir hier die Attacke. Oh Gott, da haben wir jetzt ja richtig auf die Mütze gekriegt. Ich habe auch gar nicht so sehr aufgepasst und weiß nicht, wie das passiert ist. Aber der Kampf ist auf jeden Fall überstanden. Jetzt wechseln wir nochmal Shillock, würde ich sagen. Genau, zu Knuffenser. Knuffenser wollte ich eigentlich auch aus dem Team nehmen, da allerdings die nächste Arena eine Wasserarena ist und Knuffenser da einen Effektivitätsvorteil hat, bleibt Knuffenser dafür auf jeden Fall nochmal im Team, wird dann aber kurz darauf ersetzt. Nicht schön, aber so ist das Leben nun mal. Wir müssen auch etwas aufpassen, denn hier haben wir es. Die Pokémon gehorchen uns aktuell nur bis Stufe 26. Die Hälfte unserer Pokémon ist so um die Stufe 20. Die 26 sollten wir jetzt eigentlich nicht überschreiten. Aber dennoch ist Obacht geboten, dass wir jetzt nicht ein Pokémon zu sehr pushen und es uns dann am Ende nicht mehr gehorcht. Nach der Arena wird dieses Cap natürlich wieder erhöht, aber bis dahin sollten wir ein wenig aufpassen. Hier wird Knuffenser ein wenig zu viel Schaden kassieren. Wir hätten auch auf Smetbo wechseln können, also Windattacken oder Flugattacken eher gesagt, sind gegen Kampf sehr effektiv. So, der quatscht uns hier dicht. Das interessiert uns alles nicht. Wir wollen kämpfen. Zu den Offscreen-Erlebnissen, die ich hier bei PokéMMO
und auch bei Temtem und anderen Pokémon-Teilen durchführe, werde ich demnächst auch aufzeichnen. Allerdings in einer etwas abgewandelten Form. Das wird dann eher so ein Game and Chill Video. Ich werde meine standardmäßigen Offscreen-Aktionen durchführen, werde das Ganze mit Musik untermalen, stelle euch das zur Verfügung, damit ihr dann auch mal sehen könnt, was ich so Offscreen in-game alles mache. Sei es jetzt EP-Farm oder Gold-Farm. Und das Ganze wird dann allerdings ohne meine blöden Kommentare sein, sondern einfach nur Gameplay plus entspannter Musik, was man so nebenbei genießen kann. Die werde ich dann auch abseits der Let's Plays platzieren. Da haben wir noch mal ein schönes TM erhalten. Nehmen wir natürlich auch gerne. Und hier müssen wir gleich aufpassen. Vor knapp einem Monat habe ich die rote Edition, also den guten alten Klassiker, gespielt. Da hatte ich hier rechts, was wir jetzt im Bild nicht sehen können, da ist eine Passage, wo wir an ein Item rankommen können, ohne Zerschneider einzusetzen. Das hatte ich damals schon ziemlich hart gefailt. Da muss ich jetzt heute mal aufpassen. Ah, shit. Ja, war aber auch schon abzusehen, dass wir da Knuffenser riskieren. Aber jetzt können wir das entspannt mit Shilock zu Ende spielen. Das nächste müsste eventuell sogar ein Onix... Nee, Mashok. Da, komm, machen wir auch Blubber. Dann machen wir als nächstes mal den Rapid Spin. Oh verdammt, der haut ja richtig rein, trotz Levelunterschied. Ja, da unsere letzte Attacke aber nicht ganz so effektiv war, haben wir es nochmal überlebt. Aber auch hier, ich hätte gedacht, wir können das outperformen. Aber auch hier sollten wir eventuell ein bisschen mehr auf die Elemente achten. So, rechts ist der Punkt, da wo der Pokéball liegt. Da müssen wir schön weit unten angreifen, damit derjenige auch ein wenig gehen muss, bis er uns erreicht. Und dann können wir hinter seinem Rücken an den Pokéball kommen und brauchen dann keinen Zerschneider dafür. Wir kassieren hier aber irgendwie in jedem Kampf verdammt viel Schaden. Was ist denn hier los? So, die Käferattacke nehmen wir mit. Und dafür verlieren wir den Tackle. Denn das Schlafpulver hat uns schon bei dem einen oder anderen Pokémon... Ja, Fang, sage ich mal, gute Dienste erwiesen. Von daher brauchen wir das erst einmal. Nein, nützt nichts. Nach dem Fight müssen wir wieder zurück und unser Team hochheilen. Wir sind jetzt nicht wirklich weit gekommen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir schaffen das ohne größere Probleme. So, wir müssen hier mal die Lauftaste aktivieren. Aber anscheinend sind die doch etwas stärker als gedacht. Schön auch zu sehen, dass hier die guten klassischen Ruckler dabei sind, die auch auf der Gameboy-Version
vorhanden waren. Und nun können wir wieder weitermachen. Da haben wir jetzt noch 2, 4 mit dem 6 Kämpfe vor uns. Onyx ist sehr nice. Da werden wir jetzt aber Smetboom mit Psi-Strahl nehmen, damit er dann auch noch mal EP bekommt. One-Hitted hat er jetzt leider nicht. Das gibt's doch nicht. Gut, dann müssen wir Shilock nehmen. Damit ist unser Knuffenser auch schon auf Stufe 20. Na? Okay, da haben wir keinen Kampf. Na, das sollte passen mit Knuffenser. Alter, das. Selbst wenn wir den Elemente-Vorteil haben, haben unsere Gegenparts immer noch irgendwas im Ärmel. Fleckmann ist durch die Psyche-Attacken sowieso etwas unangenehm. Oh, Nidoran. Da haben wir nichts, abgesehen von Wickler, aber das macht zu wenig Schaden. Mankey ist zwar jetzt auch wieder ein bisschen riskant, aber was soll's. Super, Schnabel ist effektiv, weil es in dem Bereich Flug zählt und das ist dann gegen Kampf natürlich sehr effektiv. Heißt im Endeffekt, nach dem einen Kampf können wir Mankey auch schon wieder zur Seite packen, denn sonst geht er uns drauf. Dann werden wir mal Shilock versuchen auf Stufe 21 zu bringen. Der nächste Gegner, der vor uns liegt, müsste eigentlich Gestein haben und vielleicht ist auch noch mal ein Macholo dabei. Den werden wir dann aber mit Taubsi attackieren. So, jetzt müssen wir schön weit unten bleiben, da wo wir sind, wenn wir gleich nach rechts gehen, damit wir auch direkt Zugriff auf den Pokéball erhalten. Hier können wir sogar mit Knuffenser weitermachen. Hat ja auch hier wieder den Effektivitätsvorteil. Da holt er auch schon gleich Maschok raus. Schauen wir mal. Aber er hat auf jeden Fall nicht
den nächsten Stein rausgeholt. Also die KI ist gar nicht mal so doof. Dass er jetzt hier ganz knapp überlebt hat, ist natürlich auch ein wenig ungünstig. Knuffenser wird jetzt drauf gehen. Jetzt, wo wir es nicht gebraucht haben, natürlich ein kritischer Treffer. Jetzt auch, aber Hauptsache One-Hit. Aber den Kampf werden wir jetzt auch riskieren. Okay, das funktioniert nicht. In der ersten Generation hat das noch ohne weiteres funktioniert. Schade. Dann werden wir später zurückkehren müssen, um mit dem Zerschneider an den Pokéball zu kommen. Menki muss jetzt hier bis zum Tod kämpfen. Nützt nix. Ist ja nicht ohne Grund ein Kampf-Pokémon. Dann erhält er auch seine Stufe 19. Taubsi holen wir jetzt mal rein. Taubsi können wir eigentlich auch bei Misty einsetzen. Quatsch, nicht Taubsi, das ist ja schon Tauboga. So, jetzt werden wir mit dem Rückzug-Hieb versuchen, genau, noch ein bisschen Schaden zu vermeiden. Ich sehe gerade, wir haben auch noch zwei Heiltränke. Die hätten wir auch nehmen können. Swagger werden wir jetzt einmal vergessen oder beziehungsweise nicht lernen. Und nee, hier oben kommen wir nicht durch. Okay, was hat der Dude? Eigentlich müssten wir hier jetzt... Nee, komm, riskieren wir es lieber nicht. Nehmen wir lieber unseren Shillock, machen eine Wasserattacke und gut ist es die safere Variante. Sehr schöner One-Hit und jetzt gucken wir mal. Und hier kommt der Rattan. Ah, shit. Jetzt habe ich mich bei der Auswahl der Attacke verklickt, aber ohne größere Folgen. So, dann haben wir hier noch die letzte. Was? Passt mir jetzt nicht so gut. Hier haben wir keine Effektivität. Gehen wir auf Tauboga. Und da haben wir jetzt die Effektivität auf unserer Seite. Sollte eigentlich reichen. Ah, ich habe es eben gesehen, nachdem
unser Gegner Schaden kassiert hat, ist er direkt hier auf Grau gesprungen. Hier nicht. Heißt, er hat überlebt. Aber da können wir auch schon mal sehen, ob es ein One-Hit wird oder nicht. Interessant. Und es fehlt noch ein Ruckzuck-Hieb zu diesem Sieg. So, dann gehen wir einmal hier rein. So, das ist Bill. Wir wissen jetzt zwar, dass wir bereits seinen Computer nutzen, aber machen wir so diese Story-Passage nochmal zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob wir noch zusätzlich von dem was bekommen. Ja. Das Bootsticket. Sehr schön. Gucken, hier haben wir nichts mehr. Heißt im Endeffekt, wir laufen noch mal schnell zum Pokécenter, heilen uns hoch und versuchen dann auch den zweiten Orden zu erkämpfen. Ah, der Weg hier ist bereits frei. Wir könnten uns schon ein Mauzi und Bisasam holen. Aber Bisasam wird sowieso zu schwach sein, um uns hier in der Arena helfen zu können. Von daher ist das eigentlich egal. Der uns viermal getroffen und fast gewonnen hätte, das gibt's noch nicht. Vom Level 4 unter uns, wir haben sogar noch den guten Elemente-Vorteil, Effektivitätsvorteil und der one-hitted uns fast. Ja. Hier war gleich ausgegraut, heißt One Hit. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst mit Knuffenser gegen... Ah, es entwickelt sich, sehr schön. Dann haben wir gleich ein Ultrigaria. Wenn wir später Ultrigaria auf die Bank packen, dürfen wir nicht vergessen, es zur Seite zu legen, denn na, wir haben hier einen Maximalwert, heißt, wir können es später dann auch für die Zucht heranziehen. Ist, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, vom Geschlecht männlich, sehr schön, das heißt, ich habe sowieso nicht vorgehabt, ein perfektes Ultrigari, Sazenia am Ende zu erreichen. Von daher nehmen wir es als männlichen Part, um den Wert zu übergeben und suchen uns dann ein schickes Pflanzen-Pokémon, dem wir die Werte übergeben können. Goldini ist ein sehr dankbarer Gegner. Schnabel ist doch nicht dankbar. Aber
aber hier machen wir zumindest einen One-Hit. Da ich jetzt zu faul bin, wieder zurückzulaufen und hochzuheilen. Da habe ich jetzt das Item komplett rausgekickt. Wir haben zwei Mondsteine, sehr schön. Aber ich wollte eigentlich genau hier. Wir haben hier das Gegengift. Sieht genauso aus wie der Paraheiler. Ein wenig ungünstig. Dann wechseln wir hier mal so ein bisschen um. Und geben Ultrigaria den Trank. Dann schauen wir mal, was uns hier für Überraschungen erwarten. Gut, ein Goldini, das hatten wir eben mit zwei Attacken besiegen können. Oder sogar mit einer. Ja, mit einer. Sehr schön, dann sollte jetzt... Sie holt schon direkt das Stamir raus. Ach, shit. Und wir sind verwirrt. Aber die Attacke geht durch, sehr schön. Hält sich gegen, weil es ein Item getragen hat. Sternschauer. Na, haut richtig rein. Und wir haben uns selbst verletzt. Herrlich. Was machen wir? Ah, das ist halt 20 HP, das bringt nichts. Dann werden wir wahrscheinlich drauf gehen. Shillock sparen wir uns für den Showdown auf, wenn wirklich alles in die Hose geht. Wir haben hier unsere Käferattacke, die wir eben gelernt haben. Medbo muss einfach nur überleben. Das passt. Und Stami überlebt mit einem HP. Ja, das Glück ist nicht wirklich auf... Oh, verdammt. Also Glück ist definitiv was anderes. Aber Stami ist hier sowieso der schlimmste Gegner, den man kriegen kann. Er ist jetzt weg, jetzt müsste noch ein Anton. Okay, dann... Das sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Jetzt machen wir einmal den Rückzug-Hieb. Wir müssten den jetzt hier überleben und können dann nochmal mit Rückzug-Hieb vorsichtshalber. Okay, er macht einen kritischen Treffer. Das ist natürlich semi-optimal. Da machen wir es halt mit Menki. Also ihr Team hat fast unser komplettes Team zerfetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das Gute ist, wir können jetzt bis auf 32 hochgehen. Den Zerschneider können wir auch einsetzen. Aquavelle haben wir als TM gekriegt, sehr schön. Aber gerade mit Satsenia und Smetbo in der Hinterhand. Ach, Ultrigaria, nicht Satsenia. Hätte ich eigentlich gedacht, dass, wenn überhaupt, eins drauf geht.
Ist das jetzt hier ein Rocket Dude? Den nehmen wir auch noch mal eben schnell mit. Da wechseln wir mal lieber und greifen mit Windstoß an. Ne, wir machen lieber Psycho. Da denke ich, sollten wir, haben wir nicht geschafft, einen One-Hit. Traumato. Gehen wir mit den Käferattacken vor. Sollte nicht allzu viel Schaden machen. Sehr schön. Und dann machen wir noch einen Silberwind und dann war's das. Als nächstes, wir haben TM bekommen, nehmen wir mal Ultrigaria raus, denn dadurch, dass wir gleich eh eine Änderung vornehmen, brauchen wir Ultrigaria nicht. So, jetzt müsste hier Bisasam und auch Mauzi zu finden sein. Mankey gegen Mankey. Gut, dann nehmen wir einfach mal Smetbo, denn der könnte Mankey dann schnell umhauen. Den Psystrahl spare ich mir noch mal ein bisschen auf. Mit Windstoß schaffen wir das auch. EP ist eigentlich ganz ordentlich. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir hier ein wenig länger brauchen, um ein Bisasam zu finden. Ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich aber vermuten, dass es eins der selteneren Pokémon ist. Aber solange Smetbo, hier haben wir Wirbelwind, den brauchen wir nicht. Eine Horde Mauzi, sehr schön. Aber leider sind die Stufe 10, das ist aber nicht so das Problem. Denn wir brauchen auch ein spezielles Mauzi. Also es sollte die Fähigkeit Pickup haben. Denn wenn Mauzi dann an Platz 1 ist, also sozusagen der Teamleader, haben wir dann auch immer eine Chance, dass Mauzi ein Item stiehlt am Ende des Kampfes. Auf den verschiedenen Routen gibt es dann verschiedene Items, was es dann stehlen kann. Was uns dann natürlich auch nochmal hilft beim Farmen und hier deutlich schneller und besser voranzukommen. Jetzt versuchen wir mal den Silberwind. Ja, Stufe 10 ist einfach zu gering. Aber wir sind schon mal auf dem richtigen Platz.
Ah, da haben wir schon mal einen Bisasam. Boah, Stufe 10 ist auch wieder verdammt gering. Da sollten wir auf jeden Fall wechseln. Das Gute ist, es ist weiblich. Machen wir mal Rankenhieb, ja, weil haut aber auch ganz schön rein. Einmal können wir das noch machen. Hoffentlich kein Crit. Und es ist ein Crit, das gibt's doch nicht. Dann suchen wir mal weiter. Das Taubsi ist jetzt 15. Also in Games habe ich sowieso immer recht wenig Glück. Aber hier aktuell ja besonders wenig. So, ich merke gerade, dass ich bei der Aufnahme mein Mikrofon gemutet habe. Also machen wir nochmal. Ich habe eben die entsprechende Fähigkeit gesucht. Die haben wir jetzt hier unter dem Balken, wo wir die Attacken sehen. Und hier haben wir die Fähigkeit Pickup. Und wie es hier steht, May pick up item after defeating wild Pokémon. Dafür muss es allerdings auf Platz 1 in unserem Kader sein. Und auch die Attacke Zahltag haben wir auch, was dann auch entsprechend sehr gut für unser Farmen ist. Hier haben wir auch schon direkt ein Abra. Ich werde es mal direkt einschläfern. Es ist eingeschlafen, sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier mit einem Pokéball erfolgreich sind. Okay, jetzt kommt das Glück wieder allmählich zu uns zurück. Sehr schön. Was haben wir hier erwischt?
Innerer Fokus. Okay. So, jetzt fehlt uns nur noch das Bisasam. Und dann können wir... So, hierfür setzen wir Bisasam ein. Hierfür Abra. Genau, für Menki hatte ich noch keine Idee. Also wird Menki auch erstmal im Kader bleiben. Obwohl er uns bislang eigentlich, wenn wir ehrlich sind, noch nicht wirklich viel gebracht hat. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, gegen wen wir Menki austauschen sollten. Hier haben wir einen Pummeluff, aber das habe ich im letzten Offscreen-Take schon gefangen. Von daher können wir es auch umhauen. Okay, wir haben es noch down gekriegt, obwohl es die Defense hochgesetzt hat. Also Bisasam zählt hier tatsächlich zu den selteneren Pokémon, Mauzi aber auch. Von Mauzi haben wir bislang auch nur eine Horde gesehen und ein einzelnes. Bisasam recht früh am Anfang, aber jetzt nicht mehr. Wir haben wieder das Ende der Folge erreicht. Aber in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall ein Bisasam fangen. Bis dahin bleibt gesund, bleibt anständig und wir sehen uns in der vierten Folge ist das schon.